Hallo ihr Lieben, zum Sonntagabend noch ein schnelles Tutorial. Wir wollen uns so einen wunderschönen Leuchtfotowürfel bauen. Da ist noch eine Lichterkette drin. Dann leuchtet er. Was wir dazu brauchen, ist gar nicht viel. Eine Heißklebepistole. Etwas Motivpapier, könnt auch Pergamentpapier nehmen. Oder ihr druckt die Fotos gleich in diesem Format aus. Schere, Bleistift. Ich habe gleich zwei Scheren. Irgendein Spitzengegenstand. Rolladennadel, irgendwas. Schrumpf hier. Und ein paar Fotos. Und dann kann es auch schon losgehen. Kommt mal ein Stück tiefer. So, ich glaube, jetzt könnt ihr besser sehen. Diese alten CDs, was man so mal gehört hat, die brauchen wir nicht mehr. Die werden wir irgendwann verbasteln. Braucht er auch nicht. Aufklicken. Und dann nehmt ihr das wunderschöne Teil hier raus. Komm raus. So, Nummer 1. Dort hinein kommt nämlich euer Foto. Zum Beispiel meine Frieda. Passt. So. Ja. Sieht schon mal so aus. Motivpapier nehmt ihr, wie ihr möchtet. Messt euch vorher aus, wie groß ungefähr die CD-Hülle ist. Könnt auch schönes Pergamentpapier dahinter machen, wie gesagt. Dann leuchtet die Lampe natürlich richtig dolle durch. Oder ihr nehmt einfach nur Fotos und druckt sie auf ganz normalen Papier. In diesem CD-Hüllenformat. Nur rasch dieses Prinzip zeigen. Meine Fotos natürlich nicht in der Größe sind wie diese CD-Hülle. Darum hat man einen schönen Hintergrund. So, die nächste. So viele CDs rumzulegen. Wie gesagt, aus den fertigen CDs basteln wir auch noch was. Ja, ich bin klein. So.
jetzt mal gucken. Wo ist meine Frieda? So. Und wieder zusammensetzen. Euch nicht. Oh, Gregorian. Hat sich ausgesungen. Den ich jetzt. Oh, wem haben wir denn hier? Schöne CD. So, und dann wollen wir unseren Cube zusammensetzen. Acht bitte darauf, dass die Bilder auch richtig rum sind. Sind die mal etwas hartnäckig? Ihr habt keine Wahl. So, dann macht er ein bisschen Heißkleber hier auf dem Rand. Damit ihr jetzt hier so bündig abschließen könnt. Ansonsten guckt der Rand ein Stück rüber. Das wollen wir ja nicht. Könnt ihr doch hinlegen. Gegenhalten. Schauen wir mal. Und denkt dran, ne, wie immer. Heiß.
So schnell klebt das. So. Ich gebe mein Bestes. Und nun das Letzte. Klebt wie Hulle aneinander. Also, wenn er da einen Fehler macht, kriegt er nicht mehr auseinander. Kleber hat halt nicht nur Vorteile. Gegen drücken. Hallo. Kurz abtrocknen lassen. So, dann könnt ihr euren Würfel noch etwas dekorieren, womit auch immer. Ich mag Schmetterlinge. Hier sieht es jetzt aus, als würde meine Frieda einen Schmetterling anschauen. So, dann nehmt ihr eine stinknormale Lichterkette. Ihr könnt jetzt natürlich auch hier oben noch eine CD rauf machen. Und dann ist es ein. Da leuchtet es da oben raus. Das möchte ich aber nicht. Ich zeige euch nachher, wie leuchtet. Das seht ihr jetzt hier natürlich nicht so schön. Aber uns ging es ja ums Prinzip. Eines Fotowürfels. Wunderschönes Upcycling. Alte CD-Hüllen hat jeder irgendwo zu liegen. Einfach. In ein paar Minuten eigentlich gemacht. Ihr braucht keine 15 Minuten dafür. Könnt ihr natürlich auch mit Transparentfarbe anstreichen. Ist alles euch überlassen. Habt Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal.